Das sieht einfach nicht lecker aus. Oh. Also die Gemüsesorten sind eigentlich alle okay, außer Sellerie. Diese Nudeln, meine Freunde, das sind keine Pho-Nudeln. Aber ich muss halt ehrlich zugeben, ich kann es nicht so ganz zuordnen. Ich mache sehr oft Frühlingsrollen selber, aber so habe ich das noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird nicht gut. Hallo Leute, hier ist Hazel. Ihr kennt mich mittlerweile ja gut und ihr wisst, die asiatische Küche ist meine Lieblingsküche. Und damit meine ich thailändisch, vietnamesisch, koreanisch, japanisch, chinesisch, indisch. Und ich weiß nicht, ob es an meinen Genen liegt oder einfach an meinem Gaumen, aber es ist so, ich liebe die asiatische Küche. Und mir ist aufgefallen, dass es in den Supermärkten ganz viele Lebensmittel gibt, die asiatisch gelabelt sind. Und die möchte ich heute testen. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich habe das alles noch nie getestet vorher, weil... Ihr wisst, ich kann das selber kochen zu Hause. Deswegen dachte ich mir so, okay, let's give it a try for the video. In fast jedem Supermarkt gibt es die asiatische Abteilung oder zumindest die internationale Abteilung. Und ich habe hier ein bisschen was von Lidl, Edeka, Kaufland und Unge. Und ich kann euch sagen, es gibt einige Sachen, auf die freue ich mich. Und es gibt einige Sachen, auf die freue ich mich gar nicht. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es gut schmeckt. Wir beginnen mit Frühlingsrollen mit Gemüse. Hier ist jetzt nicht deklariert, dass es asiatisch ist. Es ist einfach... Frühlingsrolle. Aber ich persönlich, wenn ich Frühlingsrolle höre, denke ich an eine vietnamesische Frühlingsrolle. Deswegen kann ich das jetzt ganz gut bewerten. Alter, sind die groß! Ich mache sehr oft Frühlingsrollen selber, aber so habe ich das noch nicht gesehen. Wie bei fast allen Fertiggerichten ist die Zubereitung sehr leicht. Entweder in der Fritteuse, im Backofen oder in der Pfanne. Ich mache das in der Pfanne. Das ist das gute Stück. Was ich schon auf Anhieb sehen kann, ist, dass kein Reispapier benutzt worden ist. Also das Klassische, was ich so kenne, sondern ein anderes Papier. Hier habe ich als Dip Fischsoße. Und ganz, ganz viele von euch haben mir empfohlen, vegane Fischsoße zu kaufen. Habe ich auch. Werde ich aber mal wann anders testen. Und zwar in einem Stream. Deswegen folgt mir gerne auf Twitch. Ich benutze heute erstmal meine ganz klassische Fischsoße, die ich immer habe. Und ich esse mit den Händen. Okay, braucht noch einen zweiten Happen. Nein, das schmeckt nicht annähernd asiatisch. Ich meine, es ist nicht hier drin gelabelt, aber wir wissen, dass Frühlingsrolle definitiv etwas mit Asien zu tun hat. Und es schmeckt eher wie irgendwas mit Teig einfach nur. Mit einer Gemüsefüllung. Also das einzig Asiatische ist hier wirklich nur die Mungosprosse, die ich schmecken kann. Das schmeckt nicht gut. Warst ja doch mal nett dazu. Ich war schon nett, ne? Der Teigmantel ist hauptsächlich aus Weizenmehl, Wasser, Hühnerei. Also vietnamesische Frühlingsrollen werden mit Reispapier ummantelt und bei chinesischen weiß ich, dass da Wantan-Teig benutzt wird. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch Wantan-Teig ist, aber es ist irgendwie einfach nur ein Weizenteig. Wenn ihr jemals eine richtig gute Frühlingsrolle hattet, dann wisst ihr, dass Frühlingsrollen richtig knusprig sind. Und hier kann ich ewig frittieren und es kann nicht knusprig werden, weil hier einfach irgendwie so 4 Schichten Teig sind. Und ich habe das schon wirklich sehr lange in der Pfanne gebraten, also dunkler sollte es nicht werden. Und das hier ist immer noch lappriger Teig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch wissen, wie eine richtig gute Frühlingsrolle schmeckt. Also ich habe zumindest immer dafür gesorgt, dass jeder in meiner Umgebung das weiß. Immer als wir internationale Küche in der Schule hatten, habe ich immer Frühlingsrollen mitgebracht. Und die anderen 10 vietnamesischen SchülerInnen, die in meiner Klasse waren, auch. Und ja, wenn ihr auf Teigmantel mit komischer Gemüsefüllung steht, dann try this, aber eher nicht. Und als nächstes haben wir Gyoza mit Gemüse. Und hier ist mir schon aufgefallen, hier steht Asia frische Box. Vielleicht verkauft es sich einfach besser, wenn man Asia hinschreibt, anstatt das spezielle Land. Weil Gyoza ist ein japanisches Gericht. Pfanne oder... Mikrowelle. Bei den Gyoza bin ich auch echt gespannt, weil ich esse viele Tiefkühl-Gyoza, weil ich das nicht selber machen kann. Aber da teste ich immer die asiatischen Marken. Heute habe ich zum ersten Mal eine deutsche Marke, die das macht. Deswegen, ich kann das schon gut bewerten. Steinhau. Okay, die sehen schon mal viel authentischer aus als das, was wir gerade gegessen haben. Und diesmal habe ich Kikkoman-Soße, also Sojasauce. Also es fühlt sich auch ganz gut an. Ich sehe jetzt keinen Unterschied zu den asiatischen Marken von der Optik. Mmh, okay. Ah ja, was ist hier drin? Also die Gemüsesorten sind eigentlich alle okay, außer Sellerie. Weil der Sellerie ist wirklich das Einzige, was ich hier rausschmecke. Und als ich das gegessen habe, dachte ich so, wow, was für ein deutsches Gericht. Noch nie so eine Füllung gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Also es schmeckt schon gut an sich. Der Gyoza-Teig war aber okay. Da schmecke ich jetzt keinen großen Unterschied zwischen asiatischen Fertigprodukten. Aber die Füllung macht's. Also die Füllung ist wirklich das Wichtigste hier. Es schmeckt wirklich sehr, sehr nicht asiatisch.
Soll ich euch sagen, wie das schmeckt? Das schmeckt wie das hier. Ey, ohne Witz, das liegt gerade zufällig auf meinem Tisch, aber und ich habe das auch nicht geplant. Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, die Gyoza schmecken wie dieser Bund. Und das ist doch mal der deutscheste Blumenstrauß, den es gibt, oder? Oder? Also geschmacklich ist es jetzt nicht grausam, man kann es wirklich essen, aber eben halt, wenn dir Sellerie schmeckt und wenn du gerade Bock auf Sellerie hast. Wie sagen die Leute heutzutage? Fusion Kitchen. Und als nächstes haben wir etwas wirklich Exotisches, sag ich mal, weil es ist schon ein sehr spezielles Gericht. Und dass es schon so beliebt ist, dass man es einfach im Lidl finden kann, finde ich krass. Ich war richtig, richtig überrascht. Und zwar ist die Rede von Banh Xeo. Das ist ein wirklich vietnamesisches Gericht, denn auch der Name ist vietnamesisch. Das kann man nicht abstreiten. Anstatt Vietnamese-Style steht da Banh Xeo-Style. Einfach nur so, um sich abzusichern, falls es doch nicht identisch ist. Wir meinten nur, dass es so ähnlich ist. Ich bin schon mal gespannt. Ich kann aber schon vorab sagen, selbst das Produktbild ist für mich nicht ansprechend. Das sieht nicht ganz so aus wie das Banh Xeo, was ich kenne, weil Banh Xeo ist wirklich so hauchdünn, fast crepeartig und das hier sieht eher so aus wie ein Pancake. Ich glaube, das wird nicht gut. Oh mein Gott, ich kann es jetzt schon sehen. Also es sieht erstmal aus wie ein Taco, beziehungsweise, wenn man ganz genau sieht, es sieht aus wie ein Pancake. So richtig wie so ein amerikanischer Pancake. Frag mich bitte nicht, warum die Mikrowelle da oben ist. Wir haben einfach keinen Platz und wir benutzen die Mikrowelle wirklich einmal im Monat dafür. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es riecht übelst nach Kokoscurry. In diesem Crepe drin ist einfach nochmal Kokoscurry. Das ist mir gerade bewusst geworden. Das ist wie, wenn man einen französischen Crepe hat und da einfach nochmal Ratatouille reinquetscht und zwei Gerichte hat. Also völlig unnötig. Das sieht einfach nicht lecker aus. Oh. Nein, 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 nein. Das sieht nicht gut aus. Weil ich verbinde mit Banh Xeo wirklich fast sogar ein gesundes Gericht. Selbst wenn es ein Pancake ist, wird es serviert mit ganz vielen Salatblättern. Und hier drin sind ganz viele Mungosprossen und frische Sachen. Und hier sieht es einfach aus wie ein Klecksbrei. Ich esse mal jetzt dieses Endstück hier. Banh Xeo isst man übrigens auch mit Fischsoße. Also ich mache das. Übelst trocken, also schmeckt nach einem Burrito-Wrap, was man aber zwei Tage draußen liegen gelassen hat. So trocken ist es. Schade, schade. Und wieder wird mit Weizenmehl gearbeitet und ich frage mich, was ist eigentlich daran so schwer, mal Reismehl zu benutzen? Ist das so viel teurer in der Produktion? Ich weiß es ja nicht. Meine, schaut euch mal das an, einfach so ein Klecks drauf. Leute, ich bin nicht wirklich geekelt vor Sachen, ihr kennt mich, aber ich bin voll geekelt gerade. Schmeckt es nach Kokoscurry, weil es riecht ja nach Kokoscurry. Ja, es ist auf jeden Fall Curry, aber halt auch voll künstlich. Da ist auch nirgendwo Currypulver drin, ne? Einfach nur disgusting, Freunde. Aber wir haben das Lebensmittel gerettet quasi. Ja. Es war kurz vorm Ablaufen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn wir es nicht aufessen, weil das ist wirklich ungenießbar. Das ist wirklich ultra räudig. Wir haben es jetzt gemacht, damit ihr es nicht kauft und wegschmeißt. Deswegen Daumen hoch. Und als nächstes haben wir ein vietnamesisches Gericht, was auch schon Kritik einheizen musste von der vietnamesischen Community. Warum? Erfahrt ihr gleich. Es ist Chicken Pho-Suppe. Hier steht übrigens ganz klein und dezent nach vietnamesischer Art gewürzt. Mhm. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das triggert mich sehr, aber ich mache es erstmal in die Mikrowelle und zeige euch dann auch gleich wieso. Bisschen einstechen. Doch zweimal im Monat benutzt die Mikrowelle. So Leute, ich frage mich jetzt tatsächlich, wird es vielleicht auch danach schmecken? Denn ich habe schon ein bisschen in die Zutatenliste geschaut und da stand etwas mit Sellerie, was auch schon wieder sehr asiatisch ist. Ja, ich sehe, was das für eine vietnamesische Art sein soll. Weil ihr müsst wissen, es gibt wirklich unterschiedliche Arten von Pho. Es gibt die klassische Pho, so mit Hühner- oder Rinderbrühe. Es gibt aber auch so mit Krabbenbrühe. Die Suppe sieht halt sehr gelb aus und das erinnert mich an eine säuerliche Suppe. Aber Paprika in Pho habe ich so auch noch nie gesehen. Generell bin ich der Meinung, dass Paprika gar nicht so ein asiatisches Gemüse ist. Okay, Bambussprossen, Edamame, Paprika gelb und rot. Eigentlich ist mir scheißegal, was da für Gemüse oder Fleischsorten drin sind. Wichtig wäre nur, dass da Pho drin wäre. Diese Nudeln, meine Freunde, das sind keine Pho-Nudeln. Und das wäre für mich so wirklich die wichtigste und einzige Zutat, die das berechtigen würde, das Pho zu nennen. Das ist kein Pho. Und anscheinend hat Yukuk die Kritik auch
ganz gut ignoriert, weil seitdem wurde nichts geändert. Den Taste-Test wird natürlich Dirk für uns machen. Yay! Erstmal testen wir die Brühe. Ja, das ist auch eher Gemüsebrühe. Ja, ein bisschen Curry-mäßig, ja, aber... Nein, also es schmeckt ein bisschen asiatisch, aber es schmeckt nicht nach Pho. Nein, weißt du was? Es schmeckt nach richtig aufgekochter Paprika. Das ist es. Mehr ist es nicht. Da ist richtig viel Paprika drin, die man richtig lange gekocht hat. Okay, ich probiere jetzt mal die Nicht-Pho. Das sind übrigens Glasnudeln, ne? Das Bohnen schmeckt gut. Und hätten die einfach auf die Verpackung Bohnensoup geschrieben... Dann wäre es auch okay. Ja. Dann ist es auch berechtigt. Ja. Dann ist es Bohnensoup. Aber kennt ja keinen Bohnen. Muss Pho draufstehen. Pho ist gerade im Trend. Wir verkaufen Pho. Es ist nicht ungenießbar, aber Paprika passt nicht dazu. Und das Hähnchenfleisch ist einfach gebraten. Ja, da liegt einfach gebratenes Hähnchenfleisch drin. Ja. Also wirklich alles an dieser Suppe ist falsch. Das ist ungefähr so wie, ihr bestellt Bratkartoffeln und bekommt Bratkarotten. Beides schmeckt irgendwie, ist aber was komplett anderes. Und deswegen ist das für mich auch Cultural Appropriation. Und Cultural Appropriation, die Definition ist, man nimmt etwas von einer anderen Kultur, um dann daran etwas zu verdienen. Es wäre nicht so problematisch, wenn man der Kultur, der man etwas nimmt, auch den nötigen Respekt zollt. Und wenn man es komplett vermasselt und nicht mal annähernd irgendwas mit dem richtigen Gericht zu tun hat, dann ist es ein fetter Disrespect. Und deswegen... Pocket Money Hazel würde jetzt sagen, ist das Verbrauchertäuschung, Pho hinzuschreiben und gar kein Pho zu verkaufen? Also ihr merkt, für mich ist das ein sehr emotionales Thema und ich kann nicht ganz fachkundig erklären, warum dieses ganze Gericht hier so kritisch ist. Aber dafür habe ich ja meine Freundin Vanessa von Rise and Shine. Was sagst du dazu? Wenn man sich die Geschichte anschaut, wie asiatisches Essen denn cool geworden ist, dann erklärt es vielleicht auch, warum einige asiatische Menschen das ein bisschen kritisch sehen. Wer als asiatischer Mensch in Deutschland groß wird, kennt die Sprüche, isst du zu Hause eigentlich Hund oder Katze? Was ist das eigentlich? Gleichzeitig sehen wir aber, dass es jetzt irgendwie ein wahnsinniger Markt geworden ist und dass es damit passiert, dass es gewisse eher weiße, eher elitäre Menschen für sich entdeckt haben. Sie eignen sich damit etwas an, das andere, ein Handwerk und Wissen und Traditionen, das andere über hunderte Jahre aufgebaut und perfektioniert haben und auch selber vielleicht sogar versucht haben, in Deutschland zu etablieren, aber nicht konnten, weil sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Die anderen machen es aber und geben nichts davon ab, von diesem neuen Ruhm. Das gilt nicht für alle, aber leider für sehr viele und es ist einfach ein bisschen traurig zu beobachten. Ich sage überhaupt nicht, dass man es nicht darf. Ne? Also es ist total toll, wenn Menschen voneinander lernen und auch die Küche der anderen mal beherrschen. Es hinterlässt immer ein Geschmäckle, gerade wenn man auch in der Vergangenheit viele rassistische Erfahrungen gemacht hat. Wenn ihr mehr über die vietnamesische Kultur in Deutschland erfahren wollt, dann folgt doch gerne dem Podcast. Wir lieben den Podcast übrigens. Der einzige, den ich höre. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentare, was ihr zu diesem Thema haltet. Ich weiß, dass ganz, ganz viele aus meiner Community Pho feiern. Und ich glaube, kein Mensch kann das als Pho bezeichnen. Dafür muss man nicht mal asiatisch oder Vietnamesin sein, um das zu erkennen. Und als letztes testen wir One Pot Asia Reispfanne von Unge, limitierte Edition. Hier bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich finde, sie haben Unge sehr gut getroffen. Übrigens hat Just Spices auch ein Gewürz mit meinem Gesicht drauf, aber ich habe dafür kein Geld gekriegt. Spaß. Ich finde nur, dass es mir ähnlich sieht. Also ich hatte das mal in meiner Küche und dachte, wow, das sieht mir echt ähnlich. Aber egal. Kommen wir jetzt zum Testen. Das ist übrigens das einzige Produkt heute, wo ich auch ein bisschen schnippeln muss. Also es ist jetzt nicht so fertig. Und ich halte mich auch einfach explizit an der Anleitung, damit ich auch nichts falsch machen kann und es auch so bewerten kann, wie es ist. Okay, Leute, hier macht man einfach Reis roh in die Pfanne. Noch nie gemacht. Jetzt muss das Ganze 15 Minuten lang köcheln. Dann können wir auch schon mal den Elefanten im Raum ansprechen. Finde ich es komisch, dass Unge auf einer Asia-Reispfanne drauf ist. Ein bisschen. Ich finde es schon ein bisschen komisch. Muss aber ehrlich zugeben, dieses One Pot Asia ist wirklich sehr klein geschrieben. Und es ist auch wirklich das einzige Mal, wo hier Asia draufsteht. Sonst ist es hier wirklich nirgendwo mehr. Ich weiß nicht, hätte man es nicht auch Madeira-Pfanne nennen können oder Unge-Pfanne? Vielleicht schmeckt es ja asiatisch. Mal gucken. Es riecht ein bisschen thailändisch gerade. Und ich muss sagen, es sieht auch echt aus wie bei Unge und wie auf den Bildern. Ich mache mal direkt den Taste-Test, weil es mich so sehr interessiert, ob mein Reis durch geworden ist. Das ist ein bisschen spicy. Ich habe ja gesehen, es gab Chili-Pulver oder Chili-Saat. Ist spicy. Voll krass. Also es schmeckt schon. Ich finde, es hat eine leicht säuerliche Note. Den Ingwer kann man auch echt stark rausschmecken. Ich habe auch den Ingwer die ganze Zeit gerochen.
Also es ist schon das Beste von den Sachen, die wir heute gegessen haben. Und das kann man auch echt essen. Aber ich muss halt ehrlich zugeben, ich kann es nicht so ganz zuordnen. Und ich persönlich frage mich echt, wer sich das ausgedacht hat. One Pot Asia Reispfanne, Unge oder die Marketingfirma. Ich denke mal eher zweitens. Weil, wie gesagt, sowas verkauft sich eben besser. Ich weiß jetzt, woran es mich erinnert. An Paella. Spanische Paella. Und ich finde, es sieht auch eher so aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal probiert habt und wie es für euch schmeckt. Also es schmeckt schon gut, aber es schmeckt eher nach Paella. Und es sieht auch so aus. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich finde es ein bisschen schade, etwas asiatisch bzw. Asia zu labeln, weil dadurch geht auch voll verloren, dass Asien nun mal aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern besteht, die ganz unterschiedliche Essensstile haben. Weil stellt euch mal vor, ich würde jetzt in Vietnam leben und einen europäischen Nudelauflauf verkaufen. Was ist es denn? Ein deutscher Nudelauflauf, ein schwedischer Nudelauflauf, ein französischer Nudelauflauf? Leute, lasst uns gerne in den Kommentaren weiter diskutieren, wie findet ihr denn so asiatische Lebensmittel aus dem Supermarkt? Also so einfach rein geschmacklich. Und mein Tipp ist einfach, wenn ihr wirklich asiatische Lebensmittel testen wollt, die schnell gehen, dann geht doch einfach in den Asia-Supermarkt. Da gibt es nämlich auch Instant-Asia-Gerichte, aber die wurden dann eben von Leuten produziert, die wissen, wie es geht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Da zeige ich auch ganz oft, wenn ich asiatische Produkte selber koche oder auch nur Fertigprodukte teste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.